Der Valentinstag steht vor der Tür und ich hatte irgendwie Lust, so ein kleines Special-Video dazu zu machen. Da ich aktuell weder einen Partner habe noch irgendwen date, date ich heute einfach mich selbst. Offensichtlich ist heute auch nicht Valentinstag, denn sonst müsste ich arbeiten. Vielleicht um nochmal zu unterstreichen, dass man nicht nur an einem Tag im Jahr anderen oder sich selbst Liebe und Aufmerksamkeit schenken kann. Das geht egal an welchem Tag. Als allererstes will ich jetzt mal ins KDW fahren, also ins Kaufhaus des Westens. Ist ja so ein richtig bekanntes Ding hier in Berlin. Und mir ist jetzt mal aufgefallen, dass ich glaube ich noch nie dort gewesen bin. Dabei wohne ich jetzt seit knapp 4 Jahren in Berlin. Allerdings ist es ja auch ein Luxuskaufhaus und ja, ich würde mal sagen, im Alltag gehe ich jetzt eher weniger in Luxuskaufhäusern einkaufen. Heute ist Samstag, deshalb werde ich jetzt ziemlich direkt, wenn es aufmacht, um 10 Uhr dorthin fahren, damit es hoffentlich noch nicht so voll ist. Also es wird jetzt keine fette Shoppingtour, weil so viel Geld verdiene ich dann doch nicht. Ich denke, ich werde ja mir einfach mal das Ding so ein bisschen anschauen, was frühstücken und vielleicht auch noch so ein paar Kleinigkeiten besorgen. Mal sehen. Ich bin wieder zu Hause. Ihr habt gesehen, das KDW, es ist einfach riesig und es gibt echt viel zu sehen. Ich hätte wahrscheinlich auch noch 1, 2 Stunden mehr filmen können. Aber ich denke mal, meine Clips haben euch so einen kleinen Eindruck gegeben, falls ihr nicht eh schon mal selbst dort gewesen seid. Wie gesagt, ich war jetzt nicht großartig shoppen, aber ein bisschen was habe ich doch besorgt und das zeige ich euch jetzt mal. Die Tüten hier, die kriegt man übrigens automatisch mit dazu, wenn man was einkauft. Genau, als erstes. Ja, also ich habe mir hier einmal so eine Duftkerze geholt. Coconut Wax Blend Bougie Parfumé. Ja, hat jetzt 30 Euro gekostet. Ist jetzt nicht ganz so günstig, aber werde ich mir auch nicht andauernd holen.
Weil ich mein Frühstück jetzt nicht so ganz zufriedenstellend fand, also ich habe ja so ein kleines Cheesecake-Törtchen gegessen, habe ich mir auch noch was mitgenommen. Ist einmal hier so eine Platte mit 9 Petit Fours. Die sahen einfach so schön aus und irgendwie auch ganz praktisch, so als kleiner Snack. Ich habe es zum ersten Mal in meinem Bildungsurlaub in Biarritz gegessen. Und ich fand das so gut und jetzt habe ich es eben im KDW gesehen und dachte, das muss ich einfach mitnehmen. Und zwar ist das ein Paris-Brest. Vielleicht kurz für die, die nicht wissen, was Paris-Brest ist. Es handelt sich dabei um einen Ring aus Brandmasse, der mit einer Haselnuss-Krokant-Buttercreme gefüllt und mit Mandelblättchen, beziehungsweise hier sieht es mir eher nach Walnüssen aus. Und Puderzucker bestreut ist. Ah, da ich tatsächlich gerade schon wieder ein bisschen Hunger kriege, werde ich das wahrscheinlich auch gleich essen. Auf dem Heimweg habe ich mir jetzt auch noch einen Strauß Blumen besorgt. Das wollte ich schon so lange mal machen und ich dachte, heute ist die perfekte Gelegenheit. Außerdem habe ich mir noch eine Vase gekauft, weil ich sowas nämlich nicht besitze. Allerdings nicht im KDW, weil ich jetzt keine Lust hatte, 80 Euro für eine Blumenvase zu bezahlen. Aber direkt gegenüber ist so ein Home24-Butlers Store. Da habe ich mir jetzt für 14 Euro oder so eine Vase geholt. Tada! Ich fand die irgendwie ganz schön. Ich hoffe nur, sie ist jetzt nicht zu groß für meinen Blumenstrauß. Ja. Sieht gerade irgendwie ein bisschen aus wie so ein Brautstrauß. Aber ja, so dem romantischen Motto entsprechend habe ich hier einfach so ein paar verschiedene Rosen. Also das war so ein fertiger Blumenstrauß. Ich habe mir jetzt nichts extra zusammenstellen lassen. Aber ist doch ganz süß. Geht doch, würde ich sagen. Passt doch optimal. Das Paris-Brest hat, glaube ich, 8 Euro gekostet und was die gekostet haben, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, ich habe am Ende auch um die 30 Euro bezahlt. Was heißt, ja, die sind jetzt nicht so günstig. Ich glaube, ein einzelnes würde 3 Euro kosten. Also ja, ich glaube, die ganze Platte hier hat jetzt schon über 20 Euro gekostet. Heute ist das egal. So wunderschön. Also hier ist jetzt auch noch irgendwie so Bärenkompott irgendwas unten dran. Ich glaube, so ganz das klassische, traditionelle Rezept ist das jetzt nicht, aber schmeckt trotzdem wirklich, wirklich gut. So, Hallöchen. Ich bin aus meinem Foodkoma erwacht und auf dem Weg zum Eisstadion, weil ich nämlich eine Runde Schlittschuhlaufen gehe. Das Wetter heute ist leider nicht so optimal. Es ist richtig traurig, weil die letzten Tage hatten wir in Berlin noch so super schönes Winterwetter. Also es lag Schnee und es hat aber auch die Sonne geschienen und es war richtig schön. Ja, und heute ist wieder so graues, tristes Nieselwetter. Also es ist schon nass draußen, aber es nieselt nur und regnet jetzt nicht in Strömen. Von daher hoffe ich, das passt mit dem Schlittschuhlaufen. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Thank you.
Ja, also ich bin jetzt ordentlich nass geworden beim Schlittschuhlaufen. Es hat aber trotzdem voll Spaß gemacht. Bin dann aber auch nicht allzu lang geblieben, weil mit dem Regen war das dann doch ein bisschen unangenehm. Ich lasse mir jetzt auch erstmal ein Bad ein. Und dazu gibt es ein weiteres Highlight, eine Sache, die ich mir schon länger mal besorgen wollte. Champagner! Also bitte versteht mich nicht falsch. Für einen romantischen Tag muss man definitiv nicht viel Geld ausgeben und teure Sachen kaufen. Also heute übertreibe ich schon wirklich. So sieht mein Lifestyle definitiv nicht immer aus. Ich habe keine Ahnung von Champagner. Eigentlich hätte ich im KDW bestimmt voll gut einen holen können, weil die da ja eine ziemlich große Abteilung hatten. Aber weil ich gestern eh mir neues Wasser bestellt habe und auf den Mindestbestellwert kommen musste, habe ich das bei Flaschenpost gestern mitbestellt. Ja, das war halt einfach so der hochwertigste Champagner, den die da haben, würde ich sagen. Das ist der Pommery Brut Royal. Scheint jetzt nicht der schlechteste zu sein. Ich werde es gleich auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass das jetzt ein Korken ist und ich den nicht aufkriege. Ach, ja, Korken. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil hier unten sind überall Parkplätze, dass ich damit nicht irgendein Auto abschieße oder vorbeilaufende Menschen. Also das Ding zum Abdrehen ist jetzt ab, aber der Korken ist noch drauf. Ich habe wirklich echt Angst vor Flaschenkorken. Hallo, wieso fokussierst du nicht auf mich, Kamera? Okay. Ich hab's geschafft und ich habe den Korken. Also ich weiß ja, dass man Champagnerflaschen eigentlich absäbelt. Ich hatte jetzt aber ausnahmsweise keinen Säbel zur Hand, aber. Champagnerglas habe ich natürlich auch keins. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, bade ich normalerweise nicht im Badeanzug, aber ich wollte, dass das Video jugendfrei bleibt. Cheers! So, ich werde jetzt auch endlich mal meine Petit Fours probieren. Also zumindest eins davon. Gar nicht so leicht. Also das eine, was ich jetzt probiert habe, hat ganz gut geschmeckt, allerdings jetzt nicht über 20 Euro wert gut. Also das ist dann wirklich, wirklich nur für spezielle Anlässe. So wie heute. Der Tag, der keinen wirklichen Anlass hat, aber weil ich mich in der Badewanne tatsächlich ziemlich schnell langweile, nehme ich mir immer mein iPad mit und schaue mir ein YouTube-Video an, also einen Vlog von meinen Lieblingsvloggerinnen oder so. Weil die sind in der Regel so zwischen 15 und 20 Minuten lang und ich glaube, das ist ja auch so die Zeit, die man in der Badewanne verbringen kann. Good morning everyone. We are on day two of Scotland. It's, I guess, the official first day of doing things. My tan, it just doesn't go. So I was like, I want to look like a glowing goddess, so I need something gold. Okay? So I put this baby on the other day. Ich hatte erst überlegt, heute was zu kochen, aber jetzt wird es doch eher diese Tiefkühlpizza hier. Gustavo Gusto ist meine Lieblingstiefkühlpizza und die scheint neu zu sein. Sogar mit laktosefreiem Mozzarella. Here she is. Ja, ich genieße jetzt mein Candlelight-Dinner. Meine wunderschöne Tiefkühlpizza, die irgendwie ziemlich klein aussieht. Vielleicht werde ich auch noch ein oder zwei von den Petit Fours essen, obwohl ich jetzt eigentlich genug Süßes für heute hatte.
Ja, hier noch den kleinen Rest Champagner trinken. Aber keine Sorge, ich trinke natürlich auch Wasser. Dabei werde ich jetzt ganz romantisch die neue Staffel von You anfangen. Ich habe mich auch schon schön in meinen Pyjama geworfen, weil ja, am liebsten hänge ich einfach im Pyjama rum. Ja, ich will vielleicht später dann auch noch das Video zusammenschneiden oder zumindest anfangen, damit ich das morgen für euch hochladen kann. Und zu guter Letzt werde ich mich dann glücklich und zufrieden in mein frisch bezogenes Bett kuscheln. Ich hatte auf jeden Fall Spaß heute. Ich hoffe, ihr auch beim Anschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und ja, hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Oh Leute, ich sehe gerade, ich habe nicht mal die dritte Staffel zu Ende geguckt. Ist ja weird. Na gut. Folgendes habe ich in den letzten Tagen über dich erfahren, Marion.